Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft The Great Skies. Hallo. So, wie sieht's aus? Was geht hier so? Tinkers Alloy Gear, packen wir doch mal rüber. Bitteschön. Wie sieht's aus an der Clay Front? Clay. Okay, er hat es durch. Dann könnten wir doch jetzt mal die Questbook nehmen. Also dieses hier. Le Questbook. Und uns bei For the Hoarding hier an die Purple Stained Clay machen, genau. Purple Stained Clay, bitteschön, yep. Okay, da verließen sie uns, wir submitten und haben 100%. Boing, sehr schön. So, können wir hier noch ein bisschen Inventar aufräumen. MEK. Oh, da fällt mir ein. Ich habe das Platinum Upgrade noch hier. So kann er ja gar nicht hier hinten größer pflanzen. Das geht dann ja gar nicht. Er kann ja nur hier so die Größe pflanzen. Das ist unschön. Hier. Da geben wir doch gleich mal ein bisschen mehr Möglichkeiten. So. Ender Lilies ohne Ende. Hoffentlich. Hoffentlich. Please. So, wie steht's an der Pilzfront? Haben wir da wieder welche oder haben wir keine? Wie steht's eigentlich an allen Fronten? Wir müssen wieder alle Fronten hier testen. Ich kann mal gucken, ob das mit der Charcoal hinten funktioniert. Oder nicht. Müsste aber eigentlich. So, ja, das sieht gut aus. Er ist hier überall versorgt. Wir gucken mal, wie es in Sachen Sand aussieht, haben wir einiges aktuell. Wir können mal gucken, wie sieht es in Sachen Storage aus. So, wir können jetzt mal die Storage Segments bauen. Hier. Soweit möglich. Okay, da verließen uns schon wieder die Basic. Die Prozessor. Da verließen sie uns mal wieder. Die Basic brauchen wir. Mal 500, mal 700, begehen. So, Attacke würde ich mal sagen. Attacke. So, da machen wir uns 700 von den Basics. Guck mal, wie es in Sachen Redstone aussieht. Redstone geht natürlich jetzt massiv runter. Natürlich. Was wir noch machen könnten, ist nur ein paar mehr Redstone Energy Conduits holen. Wir haben hier noch 35, so. Ich brauche mal die unbearbeiteten Redstone Energy Conduits. Diese hier, die Empty. Da können wir uns nochmal ein paar von machen. Und die hier reinstopfen. So, dann kann er die nämlich befüllen. Sehr schön, hier haben wir noch Glasblöcke. Der ist durch. So. Was sagen wir hier? Sind wir hier durch? Haben wir hier... Ja, wir sind durch. Ich kann da hinten mal das machen. Hallo. Und was machen wir jetzt hier? Jetzt haben wir hier die Glasblöcke drin. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel habe ich jetzt da drin. Wie viel ist das? Von dem Clear Glas. Mal gucken. Clear Glas. Wieso habe ich jetzt die Dinger hier unten drin? Da haben sie nichts zu suchen. Clear Glas rein. Und dann brauche ich, welches Glas? Das Stained Glass Purple. Stained Glass Purple. Das ist Purple Stained Glass. Nein, das Stained Glass Magenta. Stained Glass Purple. Das brauche ich. Okay. Glass Brick, Edged Glass, Swirling Glass, nein. Piss, bin ich jetzt blöd? Stained Glass Purple? Purple Stained Glass, Stained Glass Purple, das brauche ich, ja. Stained, nicht so. Stained Glass Purple. Dieses, oder? Sehe ich das falsch? Das geht aber... Hä? Jetzt
geht's auch mit normalen Glasblöcken, das ist jetzt strange. Wieso habe ich das ganz andere Glas gemacht? Wofür war das denn nochmal? Ich habe jetzt keine Ahnung, wofür ich das gemacht habe. Gut. Purple Stained Glass, weiß ich, wie ich es herstellen kann. Purple Candle. Ah, genau. Wie viel Candleberries habe ich aktuell? Candleberry. 118. Okay. Purple Candle. Candleberries, genau. Das machen wir uns mal. Was? Aha. Okay, wir machen mal dieses und haben 29. Dann können wir uns das hier herstellen. Okay. Schau mal, wie viel wir davon dann haben von 1000. 11%. Okay. Also mit den Candleberries funktioniert. Jetzt weiß ich echt nicht mehr, wofür das Glas gedacht war. Die Wolle, die arbeitet automatisch, wenn ich es richtig habe. Die müsste sich eigentlich automatisch auffüllen. Purple Wool haben wir keine. Das funktioniert auch, oder? Bei den Viechern hier? Bei Les Viechs? Hier, ja, da wird geschert. Gut. Hier, die Enderladies funktionieren auch, hoffentlich. Gut. Ja, mit den Quests geht's voran. Was ich nochmal nachgucken muss, ist hinten die Beehives. Ich glaube zwar nicht, dass sich da irgendwas getan hat, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Oh, hier muss ich noch was machen. Hier muss ich nochmal nachpflanzen. Nicht vergessen. Hier gibt's ordentlich Zeug. Zeigel. Und dann muss ich mal nachpflanzen. 8 Stück brauche ich, glaube ich. So. So, let's plants. Let's plants that shit. Nein. So, ich will mal reingucken, ob da irgendwo was Brauchbares drin ist. Ja. Ein Gelatine-Slime und die beiden Felder auseinander. Ja, ich glaube schon, da können wir mal nachhelfen. Da können wir mal nachhelfen, nachhelfen, nachhelfen. Da können wir mal nachhelfen. Tralalala. So, ist da was? Nein. Oh ja, auch die Energy Conduits muss ich noch austauschen. Und gucken, wie viele von den Dingern ich jetzt habe. Genau, hier hatte ich jetzt noch die Dinger, die waren, ja, die waren so blöd. Hier weitermachen. Oh, das war's schon wieder. Offensichtlich. Okay, das war's schon. Hui. Können wir noch ein bisschen Redstone klauen. Redstone. Wir haben noch ein bisschen was. Hi. Warte, wir machen es aber hier rüber. Ich glaube, so viel brauche ich gar nicht. Das reicht eigentlich. Das sollte reichen. Redstone wieder rein. Bei den Processors. Hat er jetzt schon wieder aufgehört zu craften? Processors. Hat er wieder aufgehört zu craften? Da hat er doch keine 700 durchgehabt, oder? Kannst du mir nicht erzählen. Kannst du mir echt nicht erzählen. Wieso stoppst du? Fehlt dir irgendwas? Prozessor. Oh, da fehlt was tatsächlich. Was fehlt denn? Oh, Silicon. Oh. Silicon. Dann craftet doch hier mal einen Schwung. So ein paar tausend. Begehen. Und jetzt müsste eigentlich Prozessors. Strange. Okay, die sind hier gut dabei. Finde ich gut. Lassen wir das. Congealed Dingsbums Slime geht da rein. Dann nehmen wir Slimy Matt. Das übliche Spielchen. So.
geben das hier hinten rein. Bitteschön. Und freuen uns. Haben wir noch ein paar neue bekommen? Ein paar neue Congealed. Einen haben wir noch. Okay. Seeds, Acorn. Wir können auch noch mal gucken, wie viel Grass Seeds wir aktuell haben. Wenn wir Ender Lily, Ender Lilies bauen wollen. 8 hatten wir noch. Okay, cool. Die gehen auch direkt raus. Fein. Fein, fein, fein. Das ist doch schön. Okay, 64 haben wir da. Dann haben wir wieder ein paar Redstone Energy Conduits. Das ist auch gut. Die packen wir auch direkt mal wieder hier rein. Die und die. Congealed Blue Slime. Können wir da vielleicht nochmal einen? Einen haben wir noch. Okay. Feine Sache. Da, Submit. Oh, schön. Es geht voran. Es geht voran. Schön, schön, schön. Jetzt gehe ich aber endlich mal zu meinen Beehives. Hinten, dass wir die mal abbauen können. Hier sieht's gut aus. Tralali, tralala. Ist nichts gespawnt. Ist nichts gespawnt. Ist nichts gespawnt. Gut. Lassen wir das. Lassen wir das. Es bringt einfach nichts. La 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 la. La 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 la. La 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 la. So. Kuh macht nicht mehr Mu. Kuh macht jetzt. Kuh ist tot. Nein, wie kannst du es wagen, die Kühe zu töten? Ja. Ah, Hatte. Wintry Hive. Wintry Hive. Und das sind noch. Was? What? Plötzlich. Drei Wintry Hives. Ich dreh ab. Drei Wintry Hives. Ist das geil. Ich brauche meinen Scoop. Scoopy-Doop. Du kannst weg. Aber Scoop. Scoop. Ich dreh ab. Scoop, komm bei mich bei. Ist das geil. Ist das geil. Endlich. Endlich. Oh, Winter Bees. Winter Bees. Oh, ist das geil. Drei Stück. Wie krass. Oh, ist das cool. Ach, komm her, du. Drecksau, du. Oi, oi, oi. Ich habe tatsächlich drei Winterhives bekommen. Yes, baby. Diese Search is over. Alter. Alter, Alter, Alter. So, den da. Den hier. Komm mal her. Und den da. Oh, ist das schön. Ist das schön. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich habe Wintry Hives. Gott sei es gedankt, gelobt und gepfiffen. Alter. Ist das geil. Na, zwei neue Nightfishes. Sehr schön. Mitkommen. Hier runter. Und Nightfishes rein. Glücklich sein. So, die brauchen Nacht. Ich weiß, weil Nightfishes und so. Die kann das tatsächlich raus. Oder auch nicht. Mu geht zurück. Was machst du bei Moos? Töte meine Moos nicht. Okay. Irgendwer will mich wieder töten. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Wisst ihr das? Jetzt muss ich wieder gucken, welche Biene mich töten will. Mann, ey. Das gerade, wo ich mich so gefreut habe. Schnief. Okay, ich guck mal, ob ich noch einen Regeneration Trank hinkriege. Trank. Ich bräuchte hier nochmal Potion of Healing, Instant Health. Der wandert jetzt durch. Potion of Healing. Gucken wir mal, da. Potion of Healing. Dafür brauchen wir Awkward Potion, dafür brauchen wir Water Bottle. Okay, wir können noch ein paar Water Bottles reinpacken. Water... Nein, Quatsch.
Water Bottles habe ich noch ein paar. Nein. Dann muss ich Bottles holen. Holen wir ein paar Glas Water Bottles hier. Ich guck mal rein. Wow, was ist das denn? Spiderfish, Igitt. Spiderfish, Spiderfish. Tut was immer Spiderfish tut. Water Bottle. Okay. Instant Health. Nehmen wir mit. Kann ich die stapeln? Nein, kann ich nicht. Aber sie können mich dann wenigstens nicht direkt töten. Das ist schon mal gut. So. Das haben wir. Die Water Bottles können wir... Oder wir können eigentlich doch... Wie viel habe ich da eigentlich drin noch? 10 Nether Warzen. Da muss ich noch... Ich habe noch mehr, oder? Nether Warts. Ja, da haben wir noch 6. Komm, komm mit. Kommt hier rein. So. Nehmen wir das mit. Jetzt muss ich hier gerade mal Steak. Cod, nein! Cod hat da drin nichts zu suchen. Hat da drin nichts zu suchen, wenn ich so sagen darf. Aber Soybean Seeds und das und das und das. Den Scoop, die Dinger. Wo Glass Bottles, Artificial Hives. So. Jetzt der Reihe nach. Erstmal bringen wir die Fische weg. Erstmal hier ausleeren, die Scheiß. So, Cods. Haben wir hier einmal einen weiblichen Cod, dann den weiblichen Spiderfish und einen männlichen Cod und noch einen männlichen Stingray. Gut. Hier sieht's gut aus. Energy is low, heißt wir müssen unsere Energie mal aufladen. Wir machen mal einen größeren Bogen, weil die blöden Bienen uns hier töten wollen. Aua. Welche Biene? Mann, ey. Frozen Comb. Quatsch. I. So. Wir nehmen das Ding da rein. Dann gucken wir mal. Ich habe das Gefühl, das sind diesmal 2 Bienen, die mich töten wollen. Wieso? Bin ich jetzt vollkommen deppert? Komm her. Unsere Mutating Bees, diese blöden Schweine. So. Jetpack. Dann gucken wir mal. Au! Au! Weg da. Okay, Instant Health. Du bist es nicht. Du willst mich nicht töten. Okay. Hier jemand. Nein. Dann muss es da hinten sein. Raus da. Weg, 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 weg. Nein! Ach, Respawn. Scheiße. Ach, diese Drecksbienen. Drecksbienen. Tralalalala. Ihr seid doof. So, alles wieder anlegen. So, das Hansgerd kommt dahin. Vor allem, wenn ich die ganzen Bienen in der Hand habe. Oh nein. Weg. Ich hoffe, ich muss die Bienen weglegen. Bevor hier noch ein Unglück passiert. Ich habe schon eine verloren. Oder sehe ich das falsch? Ich drehe durch. Du kommst dahin, du kommst dahin, dahin. Instant Health, Instant Health. Wintry. Ich muss die Bienen woanders hinstellen. Das ist zu gefährlich da. Ich muss die hinten raus, wo sie mich nicht stören. Sonst ist das einfach zu gefährlich. Die gehen da weg. Ne, die gehen da weg. Ihr geht da weg. Ihr geht da weg. Ihr geht da weg. So. Heilen. Und ich will mal die Bienen wieder haben. Jetzt einmal. Okay. Ich befürchte, ja, es ist wieder eine von denen hier hinten. Hateful war es nicht. Okay, komm, heil dich. Ich muss die Sachen einsammeln. Hateful war es nicht. Ich packe jetzt erstmal die Bienen hier in die Kiste, damit hier nichts passieren kann. Damit ich die nicht verliere. Die, die und die. Und die auch. Okay, wir sind wieder voll. Dann holen wir uns jetzt nochmal die Soulbee. Die ist es auch nicht.
Dann kann es eigentlich nur noch die... Die Spiteful. Die mich schon mal geärgert hat. Ja, die war's, okay. Die Spiteful war's, ist das richtig? Anscheinend, okay. Gut, alles einsammeln, was hier noch rumflattert. Da ist das, das wichtige Zeug, okay. Die Spiteful Bee, die mag nicht. Die ist... renitent. So. Heißt, die drei Bienchen hier, die flattern jetzt erstmal woanders hin. Die packe ich nach hinten. Ist egal. Ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal. So, wir nehmen hier das Zeug mit. Frozen Cope nehmen wir mit. Wir können direkt mal hier... Jetzt erstmal nehmen wir das hier alles raus. So. Spiteful war auch schön mit dir. Die Schilder kommen weg. Wo habe ich meine Axt? Spiteful, Hateful, Soul, weiß ich gar nicht genau, kommt aber trotzdem mit. Und Infernal, ihr kommt mit. So, hier. Infernal, Soul. Okay. Jetzt können wir hier eigentlich mal die Winter Bee reinpacken. Wintry Princess. Braucht dann vermutlich ein Cooling Upgrade, weil sie sonst nicht kann. Oh, Hell geht weg. Hostile Environment, Temperature, Humidity und Temperature. Okay. Wir gucken uns die mal an. Die haben Bee Eliza. Der Bee Eliza, was sagst du denn zu der Bienchen hier? Okay, Effekt Freezing. Den Effekt müssen wir... Ah, nee, der Freezing-Effekt ist nicht schlimm. Das heißt nur, das Wasser im Umkreis gefriert. Das ist kein Problem. Fertility vierfach. Genial. Genial. Jetzt muss ich nur gucken, was braucht die denn? Die braucht Climate Icy, Humidity normal. Okay. Nein, die hier muss ich eigentlich nachgucken, ne? Ja, passt. Icy Climate, also ein Cooling Upgrade. Cooling. Nein. Das heißt einfach Upgrade. Open Sky Upgrade. Humidifier. Cooler. Das brauchen wir. 12 Mal sollte reichen. Gucken wir mal, wenn ich jetzt sage Wintry Queen, kommt das dahin? Okay, dann ist sie zufrieden. Sehr schön. Dann, liebe Wintry Queen, ich wünsche dir ganz viel Erfolg in deinen neuen Gefilde. Finde ich schön. So, die anderen werden wir jetzt dann mal verhackstückeln. Ich brauche ein paar neue Apiaries. Die hier. Oh, ich sehe schon wieder. Ich bin schon wieder über der Zeit. Ja, hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr freuen, wenn ihr nächste Folge wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao.